Das ist lächerlich mit diesen Fässern. Das ist das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Ganz ehrlich. Denk dran, dass er diese Marienstatue noch rausholen muss. Ja. So, dann laden wir erstmal nach. Ich hab Dings nicht geholt. Den Schockbolzen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde an deiner Stelle davon ausgehen, dass der Fette genauso viel braucht wie der Maschinengewehr mit der Kettensäge. Kann gut sein. Deswegen würde ich es in der Möglichkeit so machen, dass ich wahrscheinlich gar keine Munition auf die anderen irgendwie. Die hat Marienstatue. Dann willst du erst die Bombe machen. Ich weiß, die Statue links hier. Eigentlich, warum muss ich den Schalter eigentlich dreimal drücken? Eigentlich reicht er auch zweimal, oder nicht? Weil zweimal kannst du auch drücken. Wozu muss ich den einen noch da rauskegeln? Macht keinen Sinn. So. So. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du so viel Vorbereitung reinstecken musst in manche Situationen, warum es dann keine Kontrollpunkte oder sowas gibt. Ja, oder du dann selber festlegen kannst. Selbst zu speichern, kannst. Ja. Bolzen will ich noch machen. Ich mache ja noch eine Bombe kaputt. Ups, egal. Macht nichts, ob ich jetzt so eine habe oder eine andere, ist egal. So. Denk dran, dass du eventuell vorher den Elektrobolzen setzen wolltest. Ja, ich gehe aber von der anderen Seite hin. Habe ich ja gesagt gehabt. Warum? Weil ich ja dann da rum will. Oder eigentlich ist es egal. Nee, dann musst du es halt am Anfang machen. Aber kommst du von dort aus hier rüber? Will ich jetzt erstmal ausprobieren noch? Nee. So. Ja klar, ich bin ja eben auch hier rüber gelaufen. Hier rumgegangen. Und dann muss ich nochmal gucken, wo sind die Dinger genau? Sind die auf dem Weg oder da unten? Die sind vor dem Weg, gehen die runter. Also da unten, wenn die gerade hochklettern wollen. Okay. Das ist ja gut eigentlich so. An für sich ja. Okay. Dann überleg dir auch, was für eine Waffe du nehmen willst. Ich will den Bolzen ja am besten jetzt schon dahin legen. Ja. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, den da hinzulegen, wenn ich weil die ja nicht in die Mitte will. Kommen. Ich würde den halt zwar auflegen, aber was anderes, also dann später schießen oder so. Am besten vielleicht schießen, da hinschießen dann. Ja, weiß nicht, und ob du dich jetzt noch reinbilden oder so. Ich denke am besten schon. Haben wir ausgerüstet auf unten. Okay. Denke ich nehme auch beide, oder? Ja. Hauptsache wir kommen hier wieder weg. So. Denk dran, die Waffe auszuwählen. Habe ich doch. Ja? Ich habe den Schockbolzen Ding drauf. Okay. Will ich ja. Guck nochmal. Ja, genau. So will ich das. Dann viel Spaß. Okay. Mein komischer Freund hier. Jetzt zack, zack, zack. Alles kommt schon in den Weg. Ja. Ich will. Und du schämen denn auch irgendwie. Nochmal, oder weg, weg, weg. Ich wollte drücken, aber das hat nichts gemacht. Scheiß drauf, scheiß drauf. Weg. War nicht so geplant.
explodieren lassen. Willst du mich verarschen? Er war ja so nett. Waffe wechseln auch, nicht vergessen. Anzünden! Anzünden! Alles gut. Handgranate. Oder? Ich weiß noch nicht. Doch dahin würde ich. Guck, dass du an dem vorbeikommst. Laufen, nicht auf den schießen. Geh hoch. War falsch hoch, aber egal. Das ist gut. Waffe wechseln. Und was? Ja, den Bolzen oder so hat. Ich hab glaub ich nichts mehr. Weil der ist gestorben, ne? Da ist aber noch ein Fetzo. Ja, und der andere hauen auf die Fresse. Der ist runtergefallen. Ja. Irgendwie musst du den aber noch kaputt bekommen. Ja. Oh Gott! Mann! Runter, runter, runter oder so. Was weiß ich, guckt da wieder runter. Jetzt bin ich schon gar hier rübergegangen. Du hast gar nichts mehr Munition, ne? Nee. Scheiße. Super, ey. Das ganze Plan im Eimer. Sind doch nur noch zwei über halt, ne? Ich würde rüberhüpfen. Hauen auf die Fresse, dass er runterfällt, genau. Warte. Was mit dem Dicke? Denk mal, der Bock geht wieder rüber. Hauen dem auf die Fresse. Sehr gut, und jetzt bleibt da. Ja, das ist mein Plan. Dass er runterfällt. Dem wieder, dem wieder! So, da kommt der. Was, du brauchst immer Stunden, bis du reagierst. Der ist schon tot, Mann. Oh, nett. Anzünden. So. Wenn der andere hochkommt, verbrennt er vielleicht auch. Hauen auf die Fresse! Ist er oben. Weg, 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 renn! Ach, geht hier nur ab, Mann. Wenn er unten ist, hüpfst du da rüber. Ja, ne klar. Warte nur ein bisschen, bis er hier rüber ist, falls ich runterfall. Wir müssen ihn immer so auf den Kopf hauen, dass er runterfällt. Ja. Vielleicht kriegt er sogar Fallschaden oder so. Sehr gut. Dann ist er runtergefallen. Egal, jetzt hüpfst du wieder rüber. Perfekt. Dann geht er wieder runter. Das ist ein Lame-Scheiß. Ja, also wenn es halt ja, so ist, ist so. Da unten liegt Munition drauf. Ja. Aber ist scheißegal, ich würde es jetzt so machen. Ich würde es auch so machen. Und rüber, rüber! So. Sind ganz schön fragil hier, die kleinen Fettsoßen. Weil man rennen die los, ne? Ja. So ist gut. Lebt noch. Ja, lebt noch. Ich weiß halt, ob es der letzte ist oder der letzte, der hier drin ist. Ich denke, das ist der letzte. Die anderen wären da schon reingekommen, wie die anderen beiden auch hier. Wahrscheinlich. Ich schätze mal, dass die alle verbrannt worden sind, wahrscheinlich. Gehe ich auch von aus. Ist der tot? Ich glaube, ja. Ich hab's geschafft. Naja, es ist nicht ganz so, wie man es geplant hatte, aber es hat geklappt, dann Claymer-Kack. Geschafft, geschafft, Mann. Ich weiß nicht, was du willst. Es lebe der Exploit. Auf ihn. Aber auch das anzünden. Das war ja wohl der Witz mit dem Scheiß, dass ich das Fass nicht kaputt bekommen habe. Nee, das, ja, das war keine Ahnung. Es war wieder so typisch, du siehst, dass du drauf schießt, da ist die Wand davor. Ja. Shit, Dreck. Wir machen, dass hier nichts mehr sein wird. Ich hoffe ich auch. Das ist nicht so. Da wird sie zu verratzt wahrscheinlich. Guck mal, dass du durchschlägst, bevor du wegrennst. Auf jeden Fall. Meine Fresse, ey. Ich denke, das war aber gut mit der Falle da drüben. Ich denke, das hat auch schon einiges bewirkt. Wahrscheinlich. Falle und das Anstecken, das war wichtig. Hier muss ja jetzt ein Kontrollpunkt aber auch irgendwie sein. Ja, hoffst du mal. Ja, hoffe ich mal. Sieht hübsch aus. Kontrollpunkt. Sehr gut. Oh. Ich hoffe eher, dass wir zu der Krankenschwester mal wiederkommen.
Das habe ich auch. Okay. Schön, dass die Tür auch noch so geile Geräusche macht, ne? War eigentlich mir scheißegal, ob jetzt hier irgendwas kommt oder nicht. Ich hab gespeichert. Das geht nicht, okay. Abgeschlossen, das ist ja interessant. Das hatten Da wir auch noch vorne nicht. liegt einer. Oh nein. Ich erschrecke mich nicht, Marco. Okay, das ist halt. Ich will hiermit nichts zu tun haben. War da rechts Gehirn? Das Gehirnsaft. Das da. Ich würde hinrennen und gucken, ob ich es bekommen kann. Oh fuck. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich will damit auch nichts zu tun haben. Das ist ganz schön Frau. Ich denke, du musst es töten. Ja, wo soll ich denn da drauf schießen? Ach, weiß ich nicht. Alter, das schießt einfach auf den Kopf oder sowas. Das ist nicht lustig, du Spaß. Ja. Das macht keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Du hattest den Raum mit eine Milliarde Quadrilliarde Gegners. Ich denke, die Handgranate war auch gut. Und dann kommt, ja, aber dann kommt so ein Scheiß. Ich denke, das haben wir echt gut gemacht im Kampf vorher. Und jetzt kommt so ein Mist, der dann rumworbt und rummacht und. Das sind nur so Mechaniken, damit du nicht so gut treffen kannst. Was anderes ist das nicht. Ja. Kriegen wir noch einen Bolzen oder so zu craften? Ne. Kannst du ja eine Do-It-Yourself-Schrotflinte bauen. Du musst mit den 6 Kugeln, die du hast, auskommen, Mann. Ja, ich seh's. Ich habe eher gedacht, dass man da so erschreckt wird und dann irgendwie ins Krankenhaus ja. kommt oder so, aber die will einen ja wirklich fisten. Der kann auf jeden Fall die Hand geben. Nachladen. Du kannst 7 Schuss halten, nicht ja, nur 6. Weiß. Ey, kannst du diese Dinger verschieben? Das da zum Beispiel? Super gut, shit, das sonst so vor die Tür gepackt. Die kommt eh aus dem Boden. Das war so geil mit dem Licht dahin und so, ne? Ja. Oh, guck mal, hier passiert gleich irgendwas. Ja. Ach komm, wir kommen. Warum komm ich nicht durch die Tür? Weil du nicht in die Tür läufst. Niemand, der ihren Arsch ist, der Ekelhaft! Na gut, Freunde, ich bin nichts von Kauf. Oh ja. Toll, du bist in die Ecke gebackt, Mann. Die Guck, dass du irgendwas machst. Ich bin, du musst ja XXX drücken, damit schnell wiederholt, Mann. Du hast gar nichts gemacht. In dem Moment hast du nichts gedrückt. Jetzt macht die dich kaputt. Dieses Ding nervt mich jetzt schon. Du musst jeden. Wie heißt das so schön? Every shot counts. Scheiße. Du musst jeden von deinen 7 Kugeln, die du hast. Ich will jetzt hier erstmal eins klarstellen. Egal welches Horrorspiel oder sonst was ich in Zukunft spiele. Ich hab's mir bei Outlast schon gedacht. Und ich denk's mir jetzt wieder. Was? Ich spiele solche Spiele nicht mehr auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, ich bist auch behindert. Das ist mir zu bekloppt. Du bist auch behindert. Das ist schon nervig genug an sich, ja. Und dann auch noch so einen schweren Dreckscheiß damit zu machen. Ich denke, Horrorspiele sollte man auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Ja, sich einfach erschrecken lassen, ganz gemütlich und gut ist. Und nicht, dass da so eine. Nachladen, bevor du schon wieder hinrennst, zum Kackvogel. Das gibt's ja gar nicht. Hast du nur Angst vor dir? Von ihrem Arsch. Das kann ich dafür, dass so eine Japano-Schlampe auftaucht. Das ist jetzt Bescheid. Wenn die warp, musst du an der vorbeifisten. Jetzt musst du sie töten. Ja. Mit deinen Händen. Geh weg. Oh ja. Weg. Was du denn jetzt sagst? Geh schnell. Hau ihr eine. Ja, ja. Die halt dich umbringen, Mann. Also. Die mach Sachen. Mach Sachen. Wir sind da immer noch mal rum, Mann.